Spiel 2 in der aktuellen Viertelfinalserie. Lausitzer Füchse gegen die Kassel Huskies. Und die Füchse, die wollten sich ganz schnell revanchieren für die Niederlage vom Mittwochabend. Das 1:4 auswärts bei den Hessen. Und 2844 Zuschauer sahen ein Füchse-Team, wie sie es sich gewünscht haben. In der dritten Spielminute die erste Möglichkeit für Rope Mekitalo. Aber er scheitert am gegnerischen Torhüter Gerald Kuhn heute Abend zwischen den Pfosten. In der sechsten Spielminute gab es dann die ersten Strafminuten für beide Teams. Und das sollten nicht die letzten geblieben sein. Kassel mit einer Big Chance. Aber auch da war es der Torhüter Nikita Quapp, der hier seinen Kasten sauber hielt. In der achten Spielminute waren es dann wiederum die Hausherren durch Anders und Henricius mit einer 1000-prozentigen Möglichkeit. Aber Gerald Kuhn warf sich dort noch einmal von der einen auf die andere Seite und verhinderte hier den Führungstreffer für die Lausitzer Füchse. Die ihrerseits bauten jetzt allerdings mehr Druck auf. Und so war es dann Dominik Bohatsch in der 12. Spielminute mit einem Blue-Liner der 1:0 Führungstreffer für die Hausherren und danach auch bis zum Ende des ersten Abschnitts mehr Spielanteile für die Gastgeber. Im Mittelabschnitt dann in der 24. Spielminute eine Möglichkeit für Mekitalo und Garland bringen die Scheibe allerdings nicht unter. Und dann ging es weiter mit vielen Strafen auf beiden Seiten. Das Spiel wurde mehr und mehr zerfahren und das nutzten dann die Kassel Huskies, die hier den Druck erhöhten und in der 35. Spielminute beim 4:4 auf dem Eis durch Joel Laurie den Ausgleichstreffer zum 1:1 markierten. Nur rund anderthalb Minuten später dann der Ex-Weißwasseraner Joel Keusen, der legte hier einen ordentlichen Blue-Liner hin und da war die Sicht für Nikita Quapp absolut versperrt gewesen. Die Scheibe konnte er nicht sehen und so netzte es dann zum zweiten Mal bei den Lausitzer Füchsen ein. Und es stand 2:1 für die Gäste aus Kassel. Danach nochmal in der 37. Spielminute auch eine 5-Minuten-Strafe für die 71 der Lausitzer Füchse, also Clyde Breitkreuz und die 17 unserer Gäste Joel Laurie wegen Faustkampf. Also das sah so aus, als ob das schon zum Bullybeginn dort am Mittelpunkt abgesprochen war. Da flogen ordentlich die Fäuste und dann hatten die Gäste nochmal eine Riesenchance. 9 Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts krachte die Scheibe dort an das Gehäuse der Lausitzer Füchse. Von dort irgendwie an den Rücken von Nikita Quapp. Er schmiss sich dann drauf. Schiedsrichter rissen die Arme auseinander und das heißt kein Tor. Im Schlussabschnitt ging es dann weiter sportlich mit allen Möglichkeiten, also eishockeyspielerisch und auch mit weiteren Zweikämpfen. Viele Strafe waren die Folge. In der Zwischenzeit sprang dann die Scheibe auch nochmal über die Bande bei den Lausitzer Füchsen. Da ist dann der Headcoach Petteri Vecchipater noch am Oberkörper getroffen worden. Kurze Unterbrechung hier in der Eisarena in Weißwasser. Aber das ist ein gestandener Hockeyspieler. Er hat sich dort kurz geschüttelt und dann ging das Spiel auf dem Eis weiter. In der 59. Spielminute dann die Auszeit durch die Lausitzer Füchse. Torhüter vom Eis, 6 Feldspieler sind dabei. Dann gab es nochmal 3 Riesenchancen, aber irgendwie haben im Schlussabschnitt die Lausitzer Füchse es nicht mehr geschafft, dort ein zweites Tor zu erzielen. Und so endet dieses Spiel 1:2 aus Sicht der Lausitzer Füchse.